Ja, hallo, ich bin der Vari und ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Video machen soll. Eisiger hat mir die IG300 zum Testen zur Verfügung gestellt. Ich habe einige Aufnahmen gemacht, wie ich diese Kamera aufhänge und einstelle. Das zeige ich jetzt erstmal. Bevor das Video überhaupt anfängt, muss ich schon meckern. Vielen Dank erstmal an Eisiger, dass ihr mir die Kamera zur Verfügung gestellt habt zum Testen. Ich mache keine Viertelstunden-Videos, indem ich bloß die Kamera auspacke. Ich bringe die mal richtig in den Wald rein. Ich hatte schon kurz reingeguckt. Im Handbuch ist auch Deutsch vorhanden. Das Deutsch ist gut übersetzt. Es liegt eine SIM-Karte bei von EOIT Club. So, und jetzt kommt schon das Erste, was ich sagen muss. Schön, dass ihr sowas mit beilegt. Ich muss hier einen Datenvertrag abschließen, damit ich die Daten bekomme. Es gibt andere SIM-Kartenanbieter, wo man pro Bild bezahlt, pro Video und nicht pro Monat. Noch mit dabei ist natürlich die Kamera selbst. Braun, bei mir hier am Baum passt es einigermaßen. Diese Kamera hat keinen Monitor. Es gibt natürlich Kameras, die ohne Monitor funktionieren. Man schaltet die an, die machen ihr Ding, man schaltet sie aus, fertig. Auf der Speicherkarte ist dann ein Textfile, wo die Optionen festgelegt sind. Aber hier ist gar nichts bei. Ich bin dazu gezwungen, eine App runterzuladen und auf mein Telefon zu installieren. Ich mache sowas mit meinem Telefon nicht. Und deshalb kann ich diese Kamera nicht testen. Nein, Quatsch. Ich kann sie natürlich doch testen. Ich habe mir extra für diesen Fall ein älteres Telefon eingerichtet. Das Telefon hat keine SIM-Karte. Ich verbinde es per Hotspot oder per Wi-Fi. Die App ist Yukon. Warten Sie mal. Warten Sie mal. In der Kamera ist eine 32 GB SD-Karte drin. Ganz wichtig, Kamera nicht einschalten ohne Antenne. Die Endstufe kann beschädigt werden, wenn keine Antenne vorhanden ist. Auf dem Schalter steht Off, Foto, Video. Hä? Insert the SIM card, install the camera, install the antenna. QR-Code scannen, okay, hier ist ein QR-Code drauf, den scanne ich. Ah, okay. Ich habe das noch nie gemacht. Ist jetzt sozusagen live. Okay, bei der Kamera leuchten jetzt beide Punkte blau. Blau. Enter the camera name and address. Also meine Adresse ist in Indonesien. Camera installed successfully. Fully charged. Laden Sie das Gerät beim ersten Gebrauch vollständig auf. Da sind Batterien drin. 4G Traffic will run out of expire. Please recharge in time. Okay. Mit Shabbat. Auf was muss ich denn die anschalten? Foto oder Video? Wechseln Sie zu Foto, Video. Warten Sie oder grün? Blau oder grün? Bin ich ja gespannt, wenn ich die anspanne. Ah ja, sie nimmt auf. Okay. Hallo, hallo. Die Verbindung ist aber nur über Telefon, also über den Telefonweg. Nicht über Wi-Fi, Bluetooth, sondern tatsächlich nur über die SIM-Karte. Das gefällt mir nicht. Ich habe natürlich eine Rückkopplung, weil ich so dicht dran bin. Freisprechanrichtung. Normaler Modus oder Nachtsichtmodus? Keine Ahnung. Trigger? 10 Sekunden. Aktivität? Hoch. Das heißt, ich muss die Optionen alle hier in der App einstellen. Und nun? Ich weiß nicht, wie diese Kamera jetzt im Automatikmodus arbeiten kann. Muss ich die ausmachen? Ich habe hier in dem Menü zwar all mögliche Einstellungen, Arbeitsmodus, Dualway, dieser Modus ermöglicht die Live-Videoanzeige in Echtzeit und anschließend in den Einwegmodus zu wechseln. Einwegmodus. In diesem Modus erkennt und erfasst die Kamera Fotos automatisch. Also muss ich die jetzt ändern? Warten Sie mal. Einweg. Gut, okay. Ihr habt selber gesehen, also ich habe die Kamera bisher noch nicht in der Hand gehabt. Ich musste sie jetzt selber einrichten, habe ich direkt hier live vor Ort gemacht. Dann lassen wir sie mal hängen und gucken mal, wie die Qualität sein wird. Okay, gut. Eine Woche später bin ich mit meinem langjährigen Freund und Kollegen den Raben zu dieser Kamera zurückmarschiert. Ich vor der Kamera, er hinter der Kamera, aufgenommen von der Wildkamera, aber diese Kamera hier hat gar nicht mehr aufgenommen. Also habe ich nur noch seine Stimme im Hintergrund. Da blende ich euch die Aufnahmen jetzt mal ein, die da entstanden sind.
mir schon mal einen auf den Kopf gefallen. Dong! Die Kamera sollte mir eigentlich bei jeder Auslösung eine Nachricht auf mein Telefon schicken und dazu auch ein Foto. Ich bin hier am Mäusebau, hier passiert jede Nacht viele Dinge. Ich habe aber in der ganzen Woche, in der die Kamera hier hing, nur 3 Nachrichten bekommen. Jetzt gucke ich mal nach, was hier überhaupt aufgenommen worden ist. Wie, 4 Videos? Komische Beleuchtung. Die Kamera hat Aufnahmen gemacht, aber die hat mir diese nicht geschickt. Kein Ton? Muss ich zur Untermalung singen? Bloß nicht. Es gibt keinen Monitor in der Kamera. Ich kann die ohne SIM-Karte und ohne Datenvolumen nicht einstellen. Dieses. Hast du nicht gesagt. Du sagst nur dein Datenvolumen. Nee, das Datenvolumen der Kamera. Hast du nicht gesagt. Also ich habe überhaupt keine Kontrolle. Ich weiß überhaupt nicht, wie der Batteriestand ist. Was? Sehr bedienerunfreundlich. Das auf jeden Fall, ja. Mussten Sie sagen, das ist kein Produkt, was ich weiterempfehlen würde. Ich lade diese chinesischen Apps nicht auf mein Telefon rauf. Deswegen habe ich extra ein altes Telefon genommen, damit ich die App da habe. Also ich finde das von vornherein piep. Gut, okay, ich mache die einfach rein, lasse sie noch mal eine Woche hängen und dann mal sehen, was sie macht. Weil ich weiß nicht, wie ich die einschalten soll. Ja, aber wieso steht da Foto und Video? Ich lege es ja in der App fest, was sie machen soll. Ich kapiere das nicht. Wenn ich sowas mache, dann mache ich doch on, off, fertig. Den Rest mache ich mit der App. Warum steht hier Foto und Video dran? Das macht keinen Sinn. Scheiße, ist das so eine Blö. Ich kann sie nicht mehr kontrollieren. Das mitgelieferte Datenvolumen ist alle. So eine Kamera, also sowas. Keine Ahnung. Vielleicht geplant. Die 300er ist geplant, wurde aber nicht fertig. Und dann haben sie die 400er geplant, die ist fertig geworden. Die 600er geplant, die ist fertig geworden. Und die 300er ist jetzt erst fertig geworden. Also warten Sie mal. Ihr habt ja jetzt mitbekommen, dass die Kamera keinen Monitor hat, sondern nur über die App zu kommunizieren. Ohne diese App kann ich keine Einstellungen vornehmen. Auch nicht mit Textdatei, wie es bei anderen Kameras ist, die dann keinen Monitor haben. Und auch nicht per Schalter, gar nichts. Ich kann nichts mehr machen, wenn die mitgelieferte SIM-Karte über EIOT-Club kein Guthaben mehr hat, kann ich mit dieser Kamera nicht mehr kommunizieren. Ich kann keine Einstellung vornehmen. Ich weiß nicht, welchen Ladestand die Batterien haben. Und was noch dazu kommt, diese Kamera nimmt dann auch nicht mehr auf. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass die Kamera mit ihren letzten Einstellungen einfach weiterarbeitet. Tut sie aber nicht. Sie nimmt nichts mehr auf, gar nichts. Sie saugt dann nur noch die Batterien leer, weil sie ständig nach Empfang sucht oder mit dem Server kommuniziert oder so. Eisiger. Ich kann diese Kamera nicht empfehlen, niemanden. Und ich kann auch nicht gerade viel Gutes über diese Kamera sagen. Ich kann diese Kamera auch nicht verlosen. Warum? Wozu? Was soll derjenige mit dieser Kamera machen, wenn er sie nicht verwenden kann? Also möchte ich von euch, nimm diese Kamera zurück. Ich will die nicht haben und ich will die auch nicht empfehlen. So, an die Zuschauer, die jetzt hier zugeguckt haben und sich halb tot gelacht haben. Einige Leute aus der Community haben diese Kamera auch im Test gehabt und sagen, die Kamera nimmt in 2K oder 2,7K aus mit 15 Frames pro Sekunde. Also nicht gerade flüssiges Video. Meine nicht. Also meine nimmt in 1440p auf und macht ein flüssiges Video. Allerdings ist die Qualität schlecht. Die Kompressionsrate ist grausam. Dementsprechend sieht das Bild auch fragmentartig aus. Die Ausleuchtung ist einigermaßen okay. Der Ton ist grottenschlecht. So einen Ton habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Auch bei den schlechtesten Kameras nicht mehr. Jedenfalls, ich zeige euch jetzt noch die Aufnahmen, die sie gemacht haben.
wird die Kamera angeschlossen. So, ihr habt die Aufnahmen gesehen. War nicht dolle? Nee. Kommen jetzt noch ein paar Outtakes? Habe ich Outtakes drin? Ich habe eine ganze Menge Outtakes, aber sind die lustig? Meine Videos kommen immer freitags um 12. Wenn ihr abonnieren drückt, dann verpasst ihr die neuesten auch nicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Ciao. Euer Vari. Leute, ich weiß nicht, wie ich dieses Video machen soll. Ja, hallo erstmal. Ich weiß echt nicht, wie ich dieses Video machen soll. Übersetzt. Diese EOIT Club liegt eine SIM, war ich Schnitt. Ich verwende bloß das kostenlos. Brauche ich alles nicht sagen. Noch irgendwo auf der SIM-Karte. Spann die jetzt mal ein. Spanner. Wenn diese Kamera hier, ich müsste eigentlich noch ein bisschen zu der Technik sagen, aber was soll ich dazu sagen? Eisiger, ich weiß, ihr könnt sowas besser.